Hier ist dein Schleim. Das ist mein Essen? Ihr bekommt eine schlechte Bewertung. Guten Appetit. Schon viel besser. Hm, ich habe solchen Hunger. Moment mal. Ich habe eine Idee. Ich nehme etwas Marmelade und benutze es als Rouge. Schon viel besser. Aber etwas fehlt noch. Oh, ich hab's. Den Metallstaub der Gitterstäbe benutze ich als Glitzer. Jeder kann etwas Glitzer in seinem Leben vertragen. Die Pflanzenerde wird nützlich sein. Die ist von meiner Augenbrauen. Ich liebe die Farbe dieser Steinwand. Die Farbe eignet sich als Lidschatten. So, endlich wieder geschminkt. Gut, die Luft ist rein. Verhalte dich unauffällig. Niemand ahnt etwas. Ich bin nur am Putzen. Hier gibt's nichts zu sehen. Phew, das ist harte Arbeit. Stimmt etwas nicht? Liegt es am Make-up? Am besten siehst du selbst nach. Was zum? Wer ist dieser Clown im Spiegel? Mann, ist mir das peinlich. Ist das besser? Nicht übel. Aber ich habe genau das Richtige für dich. Was denn? Schau mal hier. Bedien dich. Wow, ist das Make-up? Danke. Wie ist das? Sieh am besten selbst. Wow, ich liebe dieses T-Shirt. Der Knast ist doch nicht so übel. Noch ein Meisterwerk. Ich bin ein wahrer Künstler. Was geht da vor sich? Oh, hi. Hä? Ich will Annie besuchen. Okay, hast du Make-up mitgebracht? Ich? Nein, ich bin eine natürliche Schönheit. Ich habe nur diese Palette dabei. Ich liebe Wassermalfarben. Hm, ich weiß nicht. Diese Bilder sind doch etwas langweilig und könnten etwas Farbe vertragen. Ist in Ordnung, geh weiter. Du hast es geschafft? Wie versprochen, das ist für dich. Farbe? Danke. Wart's ab, sieh mal. Gefällt dir etwas davon? Wow, her damit! Vielen, vielen Dank! Diese Zelle könnte etwas mehr Glamour vertragen. Ich tupfe den Pinsel in die Farbe und verwende es als Lidschatten. Wow, das sieht toll aus! Wow, ist dir echt gut gelungen! Ich will das auch! Nur für etwas Kohle als Gegenleistung. Natürlich! Hier! Nicht bewegen. Das wird toll aussehen. Ich will auch. Stellt euch hinten an. Hm, wer kommt jetzt? Okay, du. Nice. Sehr schön. Jetzt mal etwas anderes. Puh, endlich bin ich fertig. Gut, dass ich einen Geldfächer habe. Ein Kuchen und eine Kerze. Das wird ihr bestimmt gefallen. Kaum zu glauben, dass ich das mache. Juhu, ein Geburtstagskuchen. Ich wünsche mir etwas. Happy Birthday, bla bla bla. Hurra. Woo. Es ist der Gedanke, der zählt. Okay, mein Part ist getan. Was man nicht alles tut. Lächerlich. Die Zeiten ändern sich wohl. Okay, mal sehen, was das ist. Scheint sauber zu sein. Irgendwas stimmt aber nicht. Ich sollte besser nachsehen. Mal sehen, was hier drin ist. Oh, ein Teddybär. Der ist aber süß. Das macht mich so wütend. Ist der für mich? Haben Sie mein Geschenk geöffnet? Wie gemein. Oh, so kuschelweich und süß. Endlich habe ich einen Freund. Was ist das? Die gehört mir nicht. Wow, du hast tolle Wimpern. Moment mal. Ein toller Geburtstag. Oh, das fühlt sich so gut an. Nun das andere Auge. Was für ein Unterschied. Warte mal. Hi, ich möchte zur Party. Komm rein. Hey, viel Spaß heute Abend. Darf ich auch rein? Nicht so schnell. Für die Party musst du funkeln. Und das tust du nicht. Was? Aber ich mag mein Outfit. Schätze, ich gehe heute nicht zur Party. Wow. Schau her.
Ich habe eine Idee. Zeit für eine kleine Ablenkung. Wenn sie Glitzer will, dann bekommt sie den auch. Oh, was ist das? Klammheimlich. Ich muss nur schnell sein. Hey, was machst du da? Verschwinde! Ganz schön frech. Aber ich habe einen neuen Ring. Was soll's? Psst. Hey, hier drüben. Wer bist du? Schau dir das an. Wow, das ist ja eine riesige Auswahl. Aber ich nehme nur die. Die kosten aber. Danke, mysteriöser Fremder. Du hast mich nie gesehen. Dann mache ich mich mal an die Arbeit. Ich mache mir die Edelsteine ins Haar. Das geht ganz einfach. Und ich bekomme mehr Glanz. Ich klicke einfach auf das Styling-Tool und die Edelsteine haften an meinem Haar. Wow! Wuhu, ich liebe diesen Song. Wow, du funkelst aber. Ich weiß, es ist fantastisch. Wow, du passt perfekt hierher. Danke, mir gefällt ihr Style. Das sieht gut aus. Aber was noch? Ich weiß, Eyeliner. Genau das, was noch gefehlt hat. Nur ein kleiner Strich. Okay, so sollte das nicht aussehen. Okay, ich versuch's nochmal. Hä? Das ist schwerer als gedacht. So kann ich doch nicht rausgehen. Oh nein, ich habe keine Zeit mehr. Okay, konzentrier dich. Ganz ruhig. Der Liner malt nicht mehr. Komm schon. Der ist alle. Das ist so nervig. Ich muss das wieder abschminken. Hey, Ashley. Bist du fertig? Wir müssen los. Ashley? Alles okay? Schätze nicht. Das ist ein interessanter Look. Ich hatte einen Make-up-Unfall. Keine Panik, ich helfe dir. Du brauchst nur Klebestreifen. Wirklich? Klebe es dir einfach an die Seite deines Gesichts. Okay, verstehe. Es ist ein Versuch wert. Mit diesem Hack sieht dein Eyeliner immer perfekt aus. Platziere einen Streifen Klebeband unter deiner Nase und dann zu den Augen hoch. Kleb dann einen weiteren Streifen über dein Augenlid. Das sieht vielleicht komisch aus, aber vertrau mir. Mach dann etwas schwarzen Lidschatten auf deinen Finger. Und verteile ihn in deinem Augenwinkel. Das Klebeband wirkt wie eine Schablone. Dann ziehst du das Klebeband wieder ab. Dein Augen-Make-up sieht perfekt aus. Das sieht so gut aus. Gefällt mir super. Ich wusste, dass das klappt. Aber wir müssen jetzt los. Oh, okay. Oh, könnte heute noch langweiliger sein. Und deshalb heißt das der Backstein aus Zuckerwatte. Die Verkaufszahlen werden bis Februar rasant ansteigen. Hört auch nur einer von Ihnen mir zu? 5 von 10. Ich hab's. Ziehe eine Linie mit einem weißen Schminkstift, um dein Gesicht zu halbieren. Mach dasselbe auf deiner Stirn. Die obere Hälfte füllst du nun mit weißem Make-up auf. Das könnte ein Weilchen dauern. Und man braucht mehrere Schichten. Dasselbe machst du in der unteren Hälfte. Jetzt geht der Spaß so richtig los. Lass uns loslegen. Pink auf der einen und blau auf der anderen Seite. Gelb kommt um die Nase. Verblende die Farben bis zum Hals. Perfekt. Nimm nun etwas weiße Make-up-Farbe und male kleine Wolken. Male sie in verschiedenen Größen. Vergiss deinen Hals nicht. Lipgloss eignet sich gut für diesen Look. Ist das nicht toll? Hast du gedacht, ich würde die Augen freilassen? Wow! Die weißen Kontaktlinsen machen einen großen Unterschied. Nun, kann ich fortfahren? Wow, seht euch das an. Nicht schlecht. Schön, dass ich eure Aufmerksamkeit habe.
Und nun bringe ich die Kasse zum Klingeln und los. Das müsst ihr probiert haben. Süßer als zuckersüß. Voll cool. Mom, sieh mal. Er hatte solche Angst vor mir. Echt wahr, er ist voll schräg. Ich weiß nicht. Oh. Yep, voll schräg. Da ist Chris. Sieh dir seine tollen Haare an. So viele Haare. Ich war ihm gerade so nahe und sehe total daneben aus. Das ist gar nicht gut. Wo ist mein Make-up? Zeit für eine Verwandlung, die es in sich hat. Holt eure Beautyblender raus. Wir kümmern uns um die Foundation. Wir wollen eine dicke Schicht Foundation. Dicht gefolgt von Schimmer. Schließt eure Augen und fahrt mit dem Pinsel überall entlang. Scheut euch nicht davor, viel zu benutzen. Nun kommt Farbe ins Spiel. Wie wär's mit Lila? Das wird definitiv Aufmerksamkeit erregen. Vergiss nur nicht, es gut zu verblenden. Und hier schadet es bestimmt auch nicht. Jetzt geht's erst so richtig los. So viel Glitzer auf einmal. So viel Glitzer auf einmal. Der sorgt für mehr Glamour im Gesicht. Uhu, mehr davon. Meine Augen sehen wie eine Disco-Kugel aus. Wie gefällt euch das? Eyeliner darf bei diesem Look auch nicht fehlen. Nun kommt der Rest vom Gesicht. Vergiss nicht deine Stirn. Yep, noch mehr verblenden. Die Linie soll schön weich sein. An den Wangen auch. Und die Lippen? Lipgloss natürlich. Und das ist der Look. Küsschen. Abgefahren. Hä? Wow. Seit wann sieht Cheryl so heiß aus? Was geht's? Oh, oh, wie seltsam. Hey, mein Make-up. Ich hab einfach kein Glück. Sind die für mich? Die sind so schön wie dein Lächeln. Oh, das kam unerwartet. Mir ist öde. Oh, wow. Das war's mit der Show. Geh weiter. Wie Sie meinen. Rein mit dir. Oh, gar nicht mal übel hier. Hey, Zellengenossin. Oh, Mann, ist die nervig. Oh, was ist das? Psst, dreh dich mal um. Hey, was gibt's? Das kann alles dir gehören, wenn du mir die Ware gibst. Das sind echt viele Süßigkeiten. Deal. Eine gute Entscheidung. Nimm das. Okay, gib mir eine Minute. Das ist die Ware. Freut mich, mit dir Geschäfte zu machen. Ach, das brauche ich jetzt. Du wirst neidisch sein. Wow, das ist perfekt. Zeit für atemberaubendes Make-up. Wow, ich sollte das auch versuchen. Hoffentlich reicht das. Ein Versuch ist es wert. Psst, psst, psst. Das ist für dich. Wow, ich bin reich. Mal sehen, was ich hab. Oh, das sieht nach einem fairen Handel aus. Ist das alles? Das ist voll unfair. Wie armselig. Besser als nichts, schätze ich. Mein Finger passt nicht mal rein. Oh, das bringt mich auf eine Idee. Ich benutze die Schere. Oh, das wird gut funktionieren. Das reicht. Eine kleine Herzform. Okay, und jetzt? Der Kleber wird nützlich sein. Der Schwamm ist so süß. Den stecke ich auf den Kleber. Und dann tunke ich ihn in das Make-up. Schön drehen, damit etwas haften bleibt. Und das kommt nun auf meine Wange. Das ist echt cool. Schau mal. Wow, nicht übel, Kleines. Hey, wir sollten Freundinnen werden. Wirklich? Wow.
das sieht wie echt aus. Hoffentlich funktioniert das auch. Juhu! Oh, ich muss mich zusammenreißen. Hi, ich bin ein Besucher. Okay, kennst du schon die Regeln? Make-up verboten. Ja, ich weiß. Hm, was ist das? Sag es mir! Das ist nur Eis. Oh, sieht echt lecker aus. Darf ich eins haben? Aber selbstverständlich. Hier, danke. Sowas fand gut. Willst du alle haben? Darf ich Annie ein Eis bringen? Ja, hör auf zu nerven. Yes. Hi. Sieh mal, was ich hier habe. Ein Eis. Mm. Nein, nicht. Sieh mal ihn, nein. Wow, Nagellack. Das ist besser als ein Eis. Ich helfe, wo ich kann. Wow, die Farbe ist toll und steht mir echt gut. Mir ist langweilig. Ich muss mich schminken. Ich liebe diese Farbe. Ich hab's. Hey. Hi. Kann ich das haben? Bitte. Bitte, bitte. Nein, das gehört mir. Oh. Naomis Haare könnten besser aussehen. Ich helfe ihr. Ich besprühe ihre Bürste mit Haarfarbe. Die Farbe wird ihr richtig gut stehen. Ich muss die Bürste bedecken. Das sollte reichen. Sie wird nichts merken. Das wird gut. Okay, was nun? Oh, meine Haare. Kurz durchbürsten und ich bin fertig. Hä? Mein schönes Haar. Es ist lila. Sieht toll aus. Ich mach's auch auf der anderen Seite. Ich liebe es. Danke, Claire. Oh, yeah. Gern geschehen. Ich hab was für dich. Woohoo. Huh, was für ein tolles Workout. Oh, das brennt. Warum tut Sport so weh? Okay, Ausfallschritt. Ich hasse das. Entschuldigung. Du stehst im Weg. Dein Ernst? Wow. Was machst du da? Hast du ein Problem? Nein, mach einfach weiter. Mir egal. Das ist so witzig. Schau dir dein Haar an. Ich liebe es. Redest du von mir? Was soll mit meinen Haaren sein? Etwas durcheinander. Okay, sehr durcheinander. Ich muss es zusammenbinden. Oh, ich brauche diese Schnürsenkel. Zeit, mich anzuschleichen. Puh, ich brauche eine Pause. Und was zum Trinken. Ich bin wie ein Ninja. Sie wird nichts bemerken. Jetzt aber schnell. Ah, schon besser. Fast geschafft. Das perfekte Verbrechen. Ich ziehe den Schnürsenkel durch meinen geflochtenen Zopf. Und das gleiche auf der anderen Seite. Als würde man Sneakers schnüren. Ich arbeite mich durch das Haar und trage das Haar hinten offen. Ganz und gar nicht mehr durcheinander. Und weiter geht das Workout. Okay, weiter geht's. Wow, ihre Haare sehen toll aus. Ich muss durchhalten. Hübscher als meines. Ich bin beeindruckt. Wow, ouch. Okay, das tat weh. Ha, du bist direkt aufs Gesicht gefallen. Hat das Spaß gemacht? Oh, was haben wir denn hier? Das sieht lächerlich aus. Soll das etwa modisch sein? Ich könnte auch Model werden. Man muss nur den Schmollmund machen. Oder launisch aussehen. Ich bin die ganze Zeit launisch. Oh, wow. Ihre Frisur gefällt mir. Ich könnte einen neuen Look vertragen. Ich sollte es einfach versuchen. So schwer kann das ja wohl nicht sein, oder? Ich schneide nur ein bisschen was ab. Hä?
Los geht's! Nein! Ich werde fantastisch aussehen! Stopp! Gib mir die Schere! Mach das nicht! Ich werde mir doch wohl die Haare schneiden dürfen. Okay, es wird Zeit für eine Geschichte. Ich war auch mal so wie du. Mit einem Pony sehe ich bestimmt süß aus. Das ist die beste Idee, die ich je hatte. Das ist so aufregend. Und fertig. Oh, oh! Was habe ich getan? Ah! Ein Jahr hat es gedauert, bis sie wieder nachgewachsen sind. Wirklich? Aber mir gefällt die Frisur. Sieht gut aus. Okay, aber ich helfe dir. Zuerst nehme ich dein Haar zurück und mache dann einen Pferdeschwanz. Schick. Und jetzt kommt der Pferdeschwanz nach vorne. Wow. Jetzt kommt noch das Tuch um deinen Kopf. Und dann den Pony zurechtzupfen. Der steht dir gut. Du bist die Beste. Selfie time. Warte mal, die ist es. Die will ich. Emily, was? Ich habe meinen neuen Look gefunden. Lass uns den ausprobieren. Was? Niemals. Ich freue mich schon riesig auf mein Date. Ich muss nur noch meine Haare machen. Ich mache mir lockere Locken. Die passen gut. Für die kann ich das Glätteisen nehmen. Ich wickle eine Strähne um das Glätteisen rum und ziehe es dann runter. Das klappt jedes Mal. Hi, Emily. What? Kann ich mir das Glätteisen ausleihen? Ich bin noch mit meinen Haaren beschäftigt. Bitte? Na gut, nimm es. Danke, du bist die Beste. Tschüss. Okay, dann mache ich meine Haare eben nicht. Was soll's. Ich sehe trotzdem gut aus. Emily? Was ist passiert? Werd nicht sauer. Das Glätteisen ist kaputt gegangen, als ich mein Würstchen gegrillt habe. Was? Du wolltest mit meinem Glätteisen deine Wurst grillen? Warum machst du sowas? Und jetzt raus hier! Da überreagiert aber jemand. Hey, leihst du mir deinen Föhn? Nein, den brauche ich nicht für Würstchen oder so. Unglaublich. Was machst du denn da? Es ist nur so traurig. Warte, jetzt ist es besser. Grace, du bekommst meinen Föhn nicht. Okay, dann behalte ihn doch. Manche Leute sind voll egoistisch. Was denkt sie nur? Warte mal. Ich kann mir doch noch Locken machen. Ich besprühe meine Haare mit Wasser und drehe sie ein. Jetzt halte ich die Strähne fest und föhne sie. Die Hitze wird die Locken machen. Und wenn ich mein Haar loslasse, habe ich fließende Wellen. Wow, die sehen total gut aus. Gefällt mir. Noch ein Spritzer Parfüm und ich kann los. Ich hoffe, Jack gefällt mein Haar. Oh, gerade noch rechtzeitig. Hehehe. Darauf freue ich mich schon. Fast fertig. Gut, was jetzt? Oh, ich sollte noch was mit meinen Haaren machen. Locken sehen immer gut aus. Jetzt muss ich nur warten. Das sollte reichen. Was? Wo sind denn meine Locken? Warum klappt das nicht? Ich kapiere es nicht. Das Kabel. Du hast es angeknabbert? Warum? Das kann ich nicht wieder ganz machen. Warum passiert mir immer sowas? Ich werde nie Locken haben. Ist alles okay, Schatz? Was ist denn los, Liebes? Mein Lockenstab ist kaputt. Schau. Vielleicht bekomme ich das hin. Ich brauche nur deine Haarbürste. Was? Mama, ich will Locken. Zuerst nehme ich eine Haarsträhne. Dann wickle ich sie um die Haarbürste. Sie muss schön fest rumgewickelt werden. Wir brauchen auch etwas Hitze. Dafür nehmen wir den Föhn. Dann lass das Haar einfach nach unten fallen. Unmöglich! Mach weiter, Mama! Das ist ganz leicht und wird dir wirklich gut stehen. Das ist die letzte Strähne. Okay, das war's.
Wie findest du sie? Sie sind perfekt. Danke, Mama. Gerne, Schatz. Viel Spaß. Hm, was für ein interessanter Artikel. Ich werde noch etwas Lippenstift auftragen. Die Farbe ist wirklich schön. Danke, Mama. Tschüss. Tschüss. Hab einen schönen Abend. Mein kleines Mädchen ist so schnell erwachsen geworden. Und nein, mein Hemd. Ich habe einen Lippenstiftfleck drauf. Und der geht nicht ab. Mein treuer Staubwedel wird das erledigen. Oh, das hat nicht geklappt. Hm, Mindys Make-up. Sie hätte das nutzen sollen. Ja, fast vergessen. Ich brauche das Make-up. Setz dich, ich muss dir etwas zeigen. Das wird dir gefallen, okay? Das ist ein kleiner Tipp. Mach etwas Puder auf deinen Pinsel. Tupfe es dann auf deine Lippen. Entspann dich. Du brauchst quasi nur ein wenig Staub auftragen. So, das reicht schon. Gib mir einen Kuss. Der Lippenstift geht nicht ab. Danke. Tschüss. Jetzt muss ich den loswerden. Hi, setz dich bitte. Sorry, heute ist mein erster Tag. Fangen wir mit dem Feilen deiner Nägel an. Immer mit der Ruhe. Okay, jetzt wird's bunt. Welche Farbe gefällt dir? Ups. Mir gefällt das Türkis. Gute Wahl. Warte. Sei vorsichtig. Oh nein. Schau mich an. Was hast du getan? Aber das war ein Unfall. Hey, bist du da? Juhu. Oh, ich war nur in Gedanken. Darf ich mir den ausleihen? Meinen Hut? Nein, deinen Pinsel. Okay. Der wird nützlich sein. Zieh den Pinsel vom Stiel ab und steck ihn in den Nagellack. Okay, jetzt malen wir die Nägel an. So wird nichts verschüttet. Der Nagellack kommt direkt auf den Fingernagel. Wow, das ist ziemlich clever. Wow, die sehen fantastisch aus. Ich komme auf jeden Fall wieder. Oh, ich bin froh, das zu hören. Hier, das hast du dir verdient. Danke. Tschüss. Das muss ich mir für meine nächste Kundin merken. Oh, ich hasse Putzen. Warum muss alles so staubig sein? Das dauert ewig. Es muss doch einen einfacheren Weg geben, den Boden zu putzen. Puh, meine Haare hängen im Gesicht. Uah. Der Fluch von langen Haaren. Ich kann nicht mal sehen, was ich mache. Uah. Ich brauche eine Putzfrau oder einen Saugroboter. Oh oh. Hey, gib die wieder her. Hör auf, meine Haare zu essen. Lass los. Okay, das reicht. Ich muss was unternehmen. Oh, eine Schere. Genau das Richtige. Ihr wolltet es nicht anders. Oh, Moment. Vielleicht sollte ich das nicht tun. Ich könnte stattdessen diese Haargummis verwenden. Scheint mir die bessere Idee. Ich trenne vorne zwei Strähnen ab. Und binde sie unter meinem Kinn zusammen. So. Jetzt brauche ich noch einen Haargummi. Nun nehme ich diese Haarsträhne. Und binde sie auch zusammen. Diesen Haargummi platziere ich etwas unterhalb. Das sieht gut aus. Das gleiche auf der anderen Seite. Ich will einen Gittereffekt erzeugen. Hm, jetzt weiß ich, wie ich mit Bart aussehen würde. Okay, fast fertig. Jetzt binde ich die Haare unten zusammen. Ich muss nur sicher gehen, dass alles fest sitzt. Ich bin echt froh um diesen Einfall, statt meine Haare abzuschneiden. Aber eines muss ich noch tun. Ich lege es einfach auf meinen Hinterkopf. Wow, das ist perfekt. Jetzt sind meine Haare nicht mehr im Weg. Schätze, es ist wieder Zeit zum Putzen. Ich habe so viele abstehende Haare. Zum Glück habe ich dieses Gel. Das sollte sie unten halten. Oh, ich bekomme meine Haare einfach nicht hin. Hä? Was macht Naomi da? Darf ich auch mal? Oh, klar.
Wie viel von dem Zeug benutzt man denn? Noch ein bisschen mehr. Besser zu viel als zu wenig. Wow, was machst du da? Ernsthaft, ich weiß das echt zu schätzen. Sicher. Ich trage es einfach auf dem Haar auf. Oh yeah, das Zeug ist genial. Jetzt wird sich mein Haar ganz sicher nicht mehr bewegen. Hast du alles leer gemacht? Das ist der Rest? Was mache ich jetzt? Oh, ich weiß. Ich muss was aus meiner Tasche holen. Das ist es. Genau, was ich brauche. Wow, diese Zahnseide ist das Geheimnis. Ich ziehe es über meine Haare. Das Wachs auf der Zahnseide glättet meine Haare. Es funktioniert. Mein Haar sitzt perfekt. Deine Haare sehen toll aus. Danke, ich habe Zahnseide benutzt. Darf ich auch mal? Na gut. Oh, ich hätte es besser wissen müssen. Okay, ich brauche neue Freunde. Dieses Buch ist echt gut. Ich kann es gar nicht weglegen. Ich will unbedingt wissen, was als nächstes passiert. Was steht da? Ich brauche mehr Licht. Ich kann die Buchstaben kaum sehen. Was ist das? Ih, ekelhaft! Wer macht sowas? Ich muss meine Hand waschen. Aha, Tücher. Das sollte helfen. Nein, das gibt's nicht. Ist das Kaugummi? Wo kommt der denn her? Ich muss den wegschmeißen. Das bereue ich sofort. Igitt. Wie ekelhaft. Oh, da kann ich nicht mehr sitzen. Oh, ich lese auf dem Bett. Moment mal. Ist da was in meinem Haar? Oh, Sky! Hey, Mitbewohnerin. Ist das dein Kaugummi? Ich muss los. Hey, komm zurück. Oh, na gut. Schau dir das an. Nun, oh, ich hab eine Idee. Parkour, bin gleich wieder da. Nicht bewegen. Sky? Was zum... Das wird helfen. Haarschaum? Was? Du musst noch so viel lernen. Schau zu. Ich massiere den Schaum in dein Haar. Und wie soll das helfen? Und dann schiebe ich den Kaugummi einfach raus. Wow, echte Magie. Echt gut, was? OMG, du bist großartig. Danke. Das passiert mir öfters, als du denkst. Oh, versuch's nicht mal. Du hast nichts gesehen. Wow. Ein neuer Tag, ein neues Bild. Irgendwie macht das sogar Spaß. Ach, ich male mit anderen Farben. Hä? Was machst du da? Nur mein Nachmittagstouch-up. Nein, 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 nein. Weg damit. Ach, wirklich? Na gut. Von mir aus. Es ist weg, okay? Mhm. Diese Regel ist doch total lächerlich. Er schaut aber nicht mehr her. Dann kann ich wenigstens meine Lippen auffrischen. Der perfekte Farbton. Naomi, jetzt reicht's aber. Ich wollte ihn eben wegschmeißen, Herr Lehrer. Zufrieden? So, sorry. Warte mal, warum wechsle ich nicht einfach das Material? Mal sehen, was ich hier habe. Natürlich Schulsachen. Los geht's. Juh, das macht mehr Chaos, als ich dachte. Okay, gefällt dir mein kleiner Stern? Ich bin aber noch nicht fertig. Der muss nämlich noch angeklebt werden. Erledigt. Jetzt habe ich einen kleinen Stempel. Und zwar für mein Gesicht. Es muss gleich aussehen. Yes! Hä? Hat sie keine Blätter mehr? Was? Ich kann nicht glauben, was ich da sehe. Ach. Das sieht süß aus, stimmt's? Ich wette, die Mädels werden heute kein Make-up an mir vorbeischmuggeln. Aha, das glaube ich nicht. Aber das ist nur ein bisschen Puder. Kannst du nicht lesen?
Ach, na gut. Sie trägt ganz schön viel Schmuck. Interessant. Ich kann mein Make-up in Schmuck verwandeln. Mit meiner Klebepistole verziere ich meine Puderdose. Du kannst so viel draufkleben, wie du willst. Dann mache ich Heißkleber auf meinen Armreif und klebe die Puderdose oben drauf. Schon fertig. Darf ich reingehen? Das werden wir gleich sehen. Ich sehe nirgendwo Make-up. Na gut. Geh rein. Danke. Das hat ja super geklappt. Ich will nur noch ein bisschen Schweiß abtupfen. Phew. Der habe ich's gezeigt. Phew, der habe ich's gezeigt. Diese Bastelidee läuft bisher ganz gut. Locker. Ich konzentriere mich lieber auf meine Nägel. Ich wünschte, ich wäre jetzt im Salon. So viele Farben. Yay. Ich denke, das war's. Oh, danke. Ich liebe den Geruch von Geld. Wow. Hä? Was macht Naomi denn da drüben? Her damit. Was? Kein Make-up, also her damit. Was? Oh, okay, fein, hier. Hey, du hast ja einen Cutter. Ich leime den mal kurz aus. Nimm deine Nagelfeile und mach mit dem Locher ein Loch rein. Dann zum nächsten Schritt. Zieh die Plastikkappe vom Cutter ab. Dann hakst du das Endstück in die Feile. Jetzt schiebst du sie einfach in den Cutter. So simpel. Okay, wir sind wieder im Geschäft. Und das sieht kein bisschen aus wie eine Nagelfeile. Was? Aber die Lehrerin! Hey! Was? Naomi feilt sich wieder die Nägel? Hör sofort auf damit! Ich bastle doch nur. Na, sehr gut. Das war knapp. Hey Leute, verpassen wir dir eine neue Frisur, Naomi? Mir wird ganz schwindelig. Sobald deine Haare verdreht sind, bringe ich sie in einem Dutt zusammen. Okay, du kannst jetzt stehen bleiben. Puh, jetzt müssen wir es nur feststecken. Das war's. Schnell, einfach und sieht toll aus. Ich muss mich konzentrieren. Das ist knifflig. Das ist die letzte. Ich habe eine Halskette gemacht. Wow. Ich kann es kaum erwarten, sie zu tragen. Warte. Das war befreiend. Oh nein, meine Halskette. Och Manno, das hat den ganzen Tag gedauert. Mindy, was ist passiert? Meine Halskette ist kaputt. Mehr nicht? Vorsichtig, da liegen Perlen auf dem Boden. Danke für die Warnung. Das wird morgen ordentlich wehtun. Sorry, Mama. Sind da Perlen in meinem Haar? Was ist los? Ich habe eine Idee. Halt still. Ich flechte dir schnell einen Zopf. Der muss aber ganz dünn werden. Ich sichere ihn mit einer Haarnadel. Dann schiebe ich ein paar Perlen auf die Nadel. Dafür brauche ich eine ruhige Hand. Jetzt drehe ich die Nadel und schiebe die Perlen auf den Zopf. Ich schiebe sie noch ein bisschen höher. Dann bleiben sie auch an ihrem Platz. Wow, das sieht wunderschön aus. Danke, Mama. Du darfst mir jederzeit die Haare machen. Oh, ich glaube, ich habe eine Gehirnerschütterung. Ich habe so einen Hunger. Ich versuche aufzupassen. Hä? Das sieht köstlich aus. Mindy, alles okay bei dir?
Die Uhr gefällt dir wohl besonders gut. Mandy, juhu! Was machst du da? Nichts. Ist egal. Okay, klasse. Das ist jetzt wichtig. Hm, ja genau. Ich habe doch einen Snack dabei. Auf den freue ich mich auch schon. Wow, das sind Hammer Donuts. Was zur? Pinke Glasur, die liebe ich. Unglaublich. Es reicht. Mindy, kein Essen im Unterricht? Ich hatte gehofft, sie würden es nicht sehen. Na klar, als ob. Nicht noch einmal, okay? Ich will doch nur einen Donut. Oh, Sunnys Haargummis bringen mich auf eine Idee. Das wird bestimmt klappen. Das sieht gut aus und riecht auch gut. Rieche ich hier etwa Donuts? Okay, das ist merkwürdig. Sie ist drauf reingefallen. Dafür habe ich mir einen verdient. Wow, das ist clever. Bekomme ich auch einen? Hier, für dich. Wow, danke. Pinke Glasur. Was ist das für ein Geräusch? Tolle Stunde, Frau Lehrerin. Danke, schätze ich. Draußen ist es so kalt und feucht. Oh nein, meine Haare sehen so angeklatscht aus. Aber das kann ich beheben. Ein bisschen heiße Luft vom Föhn wird's richten. Das fühlt sich schon viel besser an. So, jetzt sehen sie wieder gut aus. Hä? Das ist aber nicht normal. Bleib unten. Okay, das ist nervig. Was kann ich dagegen tun? Na klar, diese Lockenwickler werden mir helfen. Wow, das ist ganz schön schwierig. Schätze, das ist mein neuer Look. Außer? Nein, das ist eine schlechte Idee. Es muss doch was geben, was ich tun kann. Diese Aloe Vera könnte nützlich sein. Das wird auf jeden Fall klappen. Ich quetsche das Aloe-Gel auf meine Mascara-Bürste. Viel brauche ich ja nicht. Das reicht auch schon. Dann fahre ich mit der Bürste durch meine Haare. Aloe wirkt nicht nur als Haarmaske, sondern fixiert das Haar auch. Ich forme mein Haar zu einem Wellenmuster. Das gleiche mache ich auf der anderen Seite. Wow, das sieht fantastisch aus. So stylisch. Das muss ich mir fürs nächste Mal merken. Wow, das habe ich nicht erwartet. Hallo? Ahem. Oh, weg damit. Hallo? Komm herein. Sie sind eine Magierin, richtig? Und weiter? Können Sie mir helfen? Eine Party? Die ist nur für Einhörner? Ich helfe dir. Ich nehme dich nicht aufs Korn. Du bekommst jetzt ein Horn. Cool. Hey, das ist gar nicht echt. Na gut. Ein Hornius Verwandlius. Hey, was ist mit meinem Gesicht passiert? Das ist zu viel des Guten. So wählerisch. Hier, nimm das. Was soll daran besonders sein? Ruhig bleiben. Vielleicht ist die Magie von Make-up eher dein Fall, kapiert? Das ist schon viel besser. Zunächst kümmern wir uns um die Texturen. Zumindest auf unserer Stirn. Jupp, wir machen ein Horn, Leute. Das ist fast wie echte Magie. Es sollte festkleben. Nun kümmern wir uns um den restlichen Look. Blaue Augen fände ich schön. Vorsichtig, vorsichtig. Perfekt. Jetzt kommt Pink. Streich mit dem Pinsel unter deiner Braue entlang. Dann füllst du den Rest auf. Beide Partien sollen sich ähneln. Contouring mit Pink macht den Unterschied. Vergiss nicht das Verblenden. Kannst du schon den Endlook erahnen? Vergiss nicht deine Lippen. Blaue Lippen sind perfekt für den Look. Wow, jetzt bin ich eine echte Einhornprinzessin. All die Details machen den Unterschied. Das Glitzer und die Funkelsteine sind toll. Ich muss jetzt los. Wow, dein Make-up ist noch besser als Magie. Gern geschehen. Viel Spaß auf der Party. Bye. Tschüssi. Oh, endlich kann ich mein neues Buch lesen. Was ist mit mir?
Die Geschichte ist so traurig. Ich könnte digitale Gesellschaft gebrauchen. Niemand ist online. Ich fühle mich einsam. Was mache ich jetzt? Oh, na sieh mal einer an. Wie macht sie das nur mit ihren Haaren? Ich will wie eine Puppe aussehen. Deshalb beginnen wir mit den Augenbrauen. Sie müssen ausgefüllt werden. Dann kommt schimmernder Lidschatten. Trage ihn bis zur Braue auf. Verblende alles, dann schminkst du dir weiß unters Lid. Eigentlich tragen wir es etwas dicker auf. Das nenne ich einen tollen Glow. Mit Braun kreierst du mehr Dynamik. Anschließend verblendest du. Siehst du, wie toll das aussieht? Wir sind aber noch nicht fertig. Fahre mit Eyeliner das Augenlid nach. Eine kleine Linie ziehst du auch am unteren Augenlid. Nun malst du hier ein paar Linien. Die sehen wie Wimpern aus, findest du nicht? Danach sind die Konturen dran. Mit einem Make-up-Schwämmchen verblendest du es. Gib etwas Rouge auf deine Wangen. Tada! Fahre nun deine Lippen nach, aber vorsichtig. Dann verblendest du das mit Rosa. Mua! Verlängere die Mundwinkel mit dieser Linie. Nun siehst du wirklich aus wie eine echte Puppe. Oh, wie süß! Wir sind fertig! Diese lebende Puppe zieht die Blicke auf sich. Oh, hallo da draußen! Sollen wir mit dem Stream beginnen? So werden die Zuschauer mehr Spaß haben. Mehr Kaffee, Liebling? Cheryl? Schläft sie etwa? Vielleicht muss man sie wieder aufziehen. Aufwachen! Oh, danke für deine Hilfe. Jetzt bin ich wieder fit. Sieh nur, wie viele Leute zusehen. Das ist ja mega. Wink ihnen zu. Das passt perfekt, ein leerer Pool. Ich muss nur an dem Typen da vorbei. Hey, ich will nur schwimmen gehen. Dann solltest du besser was mit deinem Make-up machen. Verschwinde! Echt jetzt? Und schon platzt mein Traum. Was stimmt denn nicht mit meinem Make-up? Ich kann es doch nicht einfach wegwerfen. Also werde ich es verstecken. Problem gelöst. Auf ein neues. Darf ich jetzt rein? Schätze, ich kann dich jetzt reinlassen. Vielen Dank. Du glaubst wohl, ich sehe das nicht? Kein Make-up. Okay, jetzt bin ich bereit für den Pool. Ja? Und was ist da drin? Nur das Nötigste. Siehst du? Was zur... Oh, und mein Lieblingspaddel. Brauche ich eine neue Brille? Und ich gehe nirgendwo hin ohne die hier. Okay, dann schätze ich schon. Danke. Endlich. Ich dachte schon, ich komme nie rein. Zum Glück sind Spritzpistolen erlaubt. Jetzt ist auch die Zeit zum Auffrischen. Diese Flecken decken sich schließlich nicht von selbst ab. Viel besser. Was geht denn da drüben vor sich? Ich sagte kein Make-up. Komm wieder her. Wow! Ich hab nichts gesehen. Dann multipliziert ihr das. Was macht sie da? Hab schon lange mein Handy nicht mehr gecheckt. Die ist von Naomi. Party? Wirklich? Ja. Yep. Kommst du? Klar doch. Touch-ups sind definitiv angebracht. Angefangen beim Lidschatten. Was soll das? Du kennst die Regel, Fräulein. Kein Make-up. Was? Das ist so eine dumme Regel. Oh, das ist ja mies. Hey, ich weiß. Hier, nimm einfach meinen Spezialtaschenrechner. Warum? Vertrau mir einfach. Okay. Wow,
Das ist genial. Komm her. Was? Niemals. Nutze Schaumstoff, um die Palette zu bedecken. Siehst du die kleinen Teile? Das werden die Tasten. Es fehlt nur noch die Anzeige. Und das war's. Ich werde das Ding gleich mal ausprobieren. Die Farben gefallen mir auch. Hey, was habe ich eben gesagt? Was stimmt denn nicht mit meinem Taschenrechner? Ist das wirklich einer? Okay, meinetwegen. Das hat geklappt. Ja, und er sagte, nein, lass uns einen anderen Film schauen. Aha. Was geht denn da drüben vor sich? Hey, Make-up ist nicht erlaubt. Kannst du denn nicht lesen? Was? Das ist doch nur Lippenstift. Was soll's? Total bescheuert. Warte. Ich weiß. Hey, ich habe hier einen Lippenstift. Das ist auch dein Farbton. Du kannst ihn auftragen und niemand schöpft Verdacht. Wie hast du das gemacht? Zuerst musst du die Spitze deines Regenschirms absägen. Das könnte ein paar Minuten dauern. Und bevor du den Lippenstift draufsetzt, musst du Heißkleber auftragen. Dann kleb ihn direkt auf die Spitze. Darf ich ihn mal ausprobieren? Sieht aus, als ob du nur einen Regenschirm hältst. Hm, was für ein simpler Trick. Und wieder zurück in den Schatten. Hm, was soll ich malen? Mal sehen. Oh, Miezi, du bist das perfekte Model. Nicht bewegen. Okay, wie findest du das? Ist gut geworden, hä? Deine Augen habe ich besonders gut getroffen. Hallo, Liebes. Ist das für mich? Ich hoffe, es gefällt dir. Das ist aufregend. Was? Das sind ja Katzenohren. Wow. Warte mal kurz. Miezi, wir sind jetzt Zwillinge. Wir sehen so hübsch aus. Ich liebe dich. Ich komme gleich wieder. Alles klar. Oh, ich habe einen Anruf. Oh, hallo. Aha, das klingt gut. Schau mal, Mama. Ich bin eine Katze. Oh, das ist so süß. Oh nein, meine Katzenohren. Sie sind kaputt. Die kann ich nicht mehr aufsetzen. Das ist so enttäuschend. Was mache ich denn jetzt? Oh, sei nicht traurig, Ashley. Ich weiß, was wir machen können. Wir müssen nur mit deinen Haaren kreativ werden. Zuerst flechte ich dir einen kleinen Zopf. Dann mache ich das gleiche auf der anderen Seite. Jetzt biege ich ihn etwas und stecke ihn dann fest. Das gleiche auf der anderen Seite. Oh, jetzt bist du ein süßes Kätzchen. Ich will sehen. Wow, Mama. Ich bin eine Katze. Miezi, jetzt sehen wir gleich aus. Ich lasse meine Haare so. Ich bin so froh, dass wir das machen. Lass uns ein Selfie machen. Lächeln. Das wird voll süß aussehen. Wow. Schau mal da oben. Da ist ein Hubschrauber. Ashley, schau mal. Wow, das ist echt cool. Und windig. Er fliegt darüber. Oh. Deine Haare sind total zerzaust. Im Ernst? Oh, das ist nicht gut. Hey, mir gefällt's. Keine Panik. Ich habe eine Bürste dabei. Oh, danke. Oh, das könnte eine Weile dauern. Mir ist langweilig. Endlich, meine Haare sitzen wieder. Mindy, wach auf. Hier hast du deine Bürste zurück. Sieht gut aus. Lass uns Limo trinken. Oh nein, er kommt zurück. Wow. Ich muss meine Haare schützen.
Bleib locker. Ich habe eine Idee. Ich halte deine Haare in zwei Strähnen hoch. Und du drehst dich. Weiter drehen. Fast geschafft. Jetzt wickle ich sie zu einem Dutt. Und mit diesem Haargummi fixiere ich ihn. Wow, ich wollte schon lange einen neuen Look. Puh, jetzt können wir relaxen. Oh, er kommt zurück. Der macht das doch mit Absicht. Aber meine Frisur sitzt. Mindy, du bist genial. Oh, ich weiß. Lass uns noch ein Selfie machen. Sieht gut aus.